Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Video meiner Reihe mit meinen Lesevorhaben für das Ende des Jahres. Wenn ihr euch fragt, was macht sie hier eigentlich, ich habe euch unten in der Infobox die letzten beiden Videos verlinkt. Falls ihr da genauere Informationen haben wollt, rate ich euch mit dem ersten Video anzufangen. Ebenso, wenn ihr wissen wollt, welche Bücher ich dieses Jahr sonst noch so lesen möchte und wenn ihr die ersten beiden Videos bisher verpasst habt. Deswegen mache ich es ganz kurz. Ich stelle euch in insgesamt 5 Videos vor, welche Bücher ich bis zum Ende des Jahres lesen werde. Und da das so viele sind, habe ich sie eben auf 5 Videos aufgeteilt, die alle ein bisschen kürzer sind. Und wir machen direkt weiter mit den nächsten. Ich glaube, es sind 6 Bücher. Nein, es sind 7 Bücher und die stelle ich euch heute vor. Fangen wir direkt an mit einem Buch, das ich gar nicht so wirklich beschreiben kann. Es geht um Der Gesang der Nachtigall von Lucy Strange. Das ist im Königskinder Verlag erschienen und es sieht auch so wunderschön aus. Auch wenn ich noch die Folie drum habe und man das vielleicht jetzt nicht so gut sehen kann. Ich glaube, so geht's, oder? Auf jeden Fall kann ich dieses Buch einfach nicht beschreiben. Es spielt 1919 und es geht um ein Mädchen, das heißt Hope? Nein, Henry. Henry. Die sind nach Hope House gezogen. Das ist ein Anwesen und da ist sie ganz auf sich alleine gestellt, da ihre Mutter krank ist, ihr Vater arbeitet irgendwo anders und sie haben auch ein Kindermädchen, das muss sich allerdings um ihre kleinen Geschwister kümmern und Hope fängt dann an, das ganze Haus zu erkunden und versucht die Ländereien drumherum zu erkunden und dann entdeckt sie irgendwie, dass ihre Familie in Gefahr ist. Wie genau, weiß ich allerdings auch nicht, da steht, sie folgt dem Gesang der Nachtigall und keine Ahnung, aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen kryptisch geschrieben, was den Klappentext anbelangt. Und ich kann euch leider nicht mehr dazu sagen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe von Königskindern ja immer eine sehr, sehr hohe Meinung und wurde da auch noch nie enttäuscht. Deswegen denke ich auch, dass es dieses Buch nicht tun wird. Allerdings bin ich trotzdem, ja, noch ein bisschen ratlos, was die Geschichte angeht. Ich freue mich auf jeden Fall aber schon sehr aufs Lesen. Und wenn ihr das Buch schon gelesen habt und mir vielleicht ein bisschen mehr sagen könnt, ohne zu spoilern, dann tut es sehr, sehr gerne. Dann habe ich ein Buch mit einigen Lesebühnentexten für euch. Das ist Eine Frau spürt sowas nicht von Kirsten Fuchs. Das ist so eins der Bücher von den unglaublich vielen Büchern, die im Zuge meines LZG-Praktikums bei mir eingezogen sind. Wir hatten nämlich eine Doppellesung mit Kirsten Fuchs. Die hat an dem Tag insgesamt 2 Lesungen bei uns gehalten. Einmal nachmittags hat sie für Kinder aus ihrem Bilderbuch Der Miesepups vorgelesen. Das kann ich euch auf jeden Fall super empfehlen und nur ans Herz legen. Es ist so süß, ich brauch's auch noch. Abends hat sie dann eben aus ihren Lesebühnentexten gelesen und in diesem Buch ist eine kleine Sammlung von denen erhalten. Sie hat auch noch ein anderes Buch mit Lesebühnentexten, das ich auch unbedingt brauche. Ich habe mich allerdings für das entschieden, weil mir die Texte daraus bei der Lesung insgesamt doch ein bisschen besser gefallen haben. Sie spricht von ihrem Alltag, ändert das alles aber so ein bisschen ab und ich glaube, wenn die Texte so gut sind wie die ich gehört habe, ist das Buch einfach ein absolutes Highlight. Sie ist so lustig und sie ist einfach so sympathisch und ehrlich auf so eine absolut coole Art. Und ich finde das Bild, was sie von einer Familie, von der Rolle der Frau hat, von Erziehung oder auch davon, wie man seine Persönlichkeit entfalten sollte, sehr, sehr wichtig und richtig. Und ich freue mich einfach so sehr auf diese Texte. Ich muss sie unbedingt bald lesen. Deswegen sind sie auf meiner Liste und ich bin gespannt, wann ich dazu kommen werde. Dann ist bei mir ein Buch auf der Liste, auf das ich sehr gespannt bin. Das ist wie jedes Buch. Es ist Feo und die Wölfe von Catherine Rundell. Darin geht es um Feo, die mit ihrer Mutter in Russland lebt, im Wald. Und die beiden, beziehungsweise hauptsächlich ihre Mutter, wildert Wölfe aus. Die bekommt sie vom Zarenhof. Die halten sich nämlich diese Wölfe und sobald sie zu groß werden, werden die eben zum Auswildern vorbeigebracht. Eines Tages kommt ein Abgesandter des Hofes und sagt ihnen, dass sie die Wölfe nicht mehr auswildern sollen, sondern tatsächlich töten wollen. Und Feos Mutter weigert sich und wird dann, soweit ich weiß, entführt. Genau, sie wird gefangen genommen und Feo schafft es zu fliehen,
mit drei der Wölfe, die eigentlich ihre Freunde geworden sind. Mehr weiß man noch gar nicht so recht. Ich schätze, dass Feo versuchen wird, ihre Mutter zu retten. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Bei Geschichten, die mit Tieren zu tun haben, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, denn ich kann es absolut nicht leiden, wenn irgendein Tier in Büchern oder Filmen oder sonst wo irgendwas passiert. Also ich glaube, jeder findet das schlimm. Ich finde das einfach ganz schlimm. Ich habe teilweise Filme und Bücher abgebrochen, weil da Tiere gestorben sind. Ich hoffe, dass dieses Buch ein Happy End hat und dass während des Verlaufes nicht so viele Wölfe zu Schaden kommen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Lesen. Vielleicht habt ihr auf meinem Blog schon von unserem Subabbauprojekt erfahren. Das habe ich mit ein paar meiner Blogger-Mädels gestartet, das auch schon im Oktober. Und ich habe bisher nur 2 der 6 Bücher gelesen, die sie für mich ausgesucht haben. Jede von ihnen hat von meinem Sub ein Buch ausgewählt, das ich unbedingt lesen soll. Und von Anna habe ich Hier musst du glücklich sein von Deesa Hathfield bekommen. Darin geht es um Pearl. Ich halte das mal wieder so, dass es nicht blendet. Darin geht es um Pearl, die lebt in einer Sekte. Und ist da auch tatsächlich von klein auf aufgewachsen, kennt es nicht anders und somit hinterfragt sie das auch eher nicht, bis dann eine neue Familie in die Sekte kommt, die einen Jungen hat, der in Pearls Alter ist. Der heißt Alice und dadurch, dass er ziemlich neu ist, die Welt außerhalb kennt, ist es tatsächlich so, dass seine Eltern das wollten und dass er damit nicht sonderlich einverstanden ist. Er hinterfragt das alles, er ist dagegen und dadurch, dass Pearl ihn besser kennenlernt, fängt sie an, ebenfalls zu hinterfragen, was da in dieser Sekte passiert und erkennt, dass es nicht das ist, was sie will und dass es auch nicht gut ist. Und dann wollen die beiden eben aus dieser Sekte fliehen und wie wir alle wissen, ist das nicht so einfach. Ich glaube, diese Kurzzusammenfassung sagt schon ziemlich viel über das Buch. Ich finde die Thematik sehr, sehr interessant. Ich freue mich, dass Anna mir das ausgesucht hat. Sie ist begeistert gewesen und ich hoffe, dass ich das auch sein werde. Dann ist ein Buch auf meiner Leseliste, was tatsächlich ziemlich im Fokus stand. Und das ist Beautiful Liars von Catherine McGee. Das Buch habe ich in einem Lovely Books Überraschungspaket bekommen und da war es tatsächlich drin mit einem Nagellack und keine Ahnung, was da noch drin war. Ich weiß, es waren auf jeden Fall so Mädchensachen und ich habe mir das Buch angeguckt und dachte mir im ersten Augenblick so, okay, voll lieb, voll die coole Überraschung, aber ich weiß nicht, ob das Buch unbedingt was für mich ist. Hinten drauf steht nämlich Pretty Little Liars meets Gossip Girl und ich mag zwar beides, allerdings ist es nicht das, was ich bevorzugt lese. Dann habe ich mir das Buch allerdings genauer angeschaut und habe festgestellt, dass es die deutsche Übersetzung einer mega coolen Dystopie ist, die ich schon lange auf meiner Goodreads-Wunschliste habe, weil sie so gut klingt. Und zwar geht es in dem Buch um Avery, die lebt in dem größten Hochhaus der Welt. Das steht in New York, das hat 1000 Stockwerke. Und in dem Hochhaus ist es so, dass je höher du wohnst, umso reicher bist du. Also die Wohnungen werden tatsächlich immer teurer und sie wohnt eben ganz oben. Und irgendwann verliebt sie sich in einen Jungen, der deutlich weiter unten wohnt als sie und auch deutlich ärmer ist. Und im Zuge der Tatsache, dass sie ihn kennenlernt, erfährt sie einige Geheimnisse, unter anderem auch von ihren Freunden. Und sie fängt an zu realisieren, dass mit diesem Hochhaus und mit den Bewohnern dort eben nicht alles stimmt, so wie sie immer gedacht hat. Es ist halt auch einfach eine Dystopie. Ich weiß nicht, wie dieser Aspekt da jetzt noch reinspielen wird. Auf jeden Fall habe ich eine Reihe begeisterter Lesermeinungen und ich freue mich schon sehr aufs Lesen, obwohl ich es tatsächlich sehr schade finde, wie das Buch in Deutschland vermarktet wird, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, dann ist auf meiner Leseliste The Promise von Rachel Mead. Spricht man das so aus? Ich habe von der Autorin tatsächlich noch nichts gelesen, obwohl sie ja die Autorin der Vampire Academy Reihe ist. Von der Reihe schwärmen alle und von The Promise bisher auch. Deswegen freue ich mich schon riesig aufs Lesen. In dem Buch geht es nämlich um eine junge Adelige, die allerdings nicht mehr reich ist. Sie hat ihr Vermögen verloren oder ihre Familie hat das Vermögen verloren und sie ist jetzt ziemlich mittellos. Sie möchte sich allerdings noch nicht mit dieser Situation abfinden, was mir so ein bisschen zeigt, dass sie, glaube ich, innerhalb des Buches eine große Entwicklung durchmachen wird. Und sie sieht ihre Chance, wo sieht sie die?
am Goldenen Hof. Der Goldene Hof verspricht Auserwählten ein besseres Leben. Und Elizabeth schleicht sich da rein als normale Bürgerliche und versucht so wieder zu mehr Mitteln und zu einem besseren Leben zu kommen. Ich finde, das klingt sehr, sehr toll, weil ich halt wirklich glaube, dass die Protagonistin einiges durchmachen muss an Entwicklung, um zu jemandem zu werden, den man als Leser sehr, sehr gerne hat. Deswegen freue ich mich so auf das Buch. Ich glaube, das wird richtig, richtig schön und ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Und das letzte Buch in diesem Video habe ich gleich zweimal. Es heißt Goodnight Stories for Rebel Girls und ich glaube, viele von euch kennen es eigentlich schon. Deswegen sage ich gar nicht mehr so viel. Es geht darum, dass wir in dem Buch, ich glaube, es sind auch tatsächlich 100 Geschichten haben, beziehungsweise sind es eher Kurzvorstellungen von wichtigen Frauen, die weltweit in den unterschiedlichsten Berufen und mit den unterschiedlichen, also oder in den unterschiedlichsten Schichten eben handeln und Vorbilder für junge Mädchen sein können. Ich lege einfach mal das Deutsche weg, ich habe es auf Deutsch und auf Englisch und zeige euch einfach mal, wie das Buch aufgebaut wird. Wir haben hier immer auf der einen Seite eben eine Zeichnung, die ist von verschiedenen Künstlern angefertigt worden. Und dann haben wir auf der linken Seite den Text mit Namen, der Berufsbezeichnung oder sonstigen Bezeichnung. Und dann auch noch die Lebensdaten und auch den Ort, wo diese Frau gelebt hat. Und ich finde diese Idee super cool. Das Buch ist, soweit ich das weiß, auch in einem Crowdfunding-Projekt entstanden. Und ich bin total froh, dass dieses Projekt erfolgreich war und dass ich dieses Buch jetzt in den Händen halten kann. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig aus feministischer Perspektive, besonders für junge Mädchen, die sich so einfach eine Reihe Vorbilder suchen können und ich glaube auch ein sehr gesundes Verständnis dafür entwickeln können, dass Frauen eben auch ziemlich viel Macht haben und ziemlich viel erreichen können, auch wenn sie vielleicht vor 300 Jahren gelebt haben und da einfach nicht die Möglichkeiten haben, die wir heute haben und gleichzeitig auch erkennen können, welche Macht wir tatsächlich heute haben, aber dass da gleichzeitig auch noch sehr viel gemacht werden muss. Wie gesagt, da könnte man, glaube ich, auch noch ewig drüber reden, aber ich freue mich auf jeden Fall aufs Lesen. Ich werde es, denke ich, auch bald anfangen und tatsächlich abends immer mal so ein, zwei Kapitel lesen, damit ich länger was von dem Buch habe. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich es auf Deutsch und auf Englisch besitze, weil ich eigentlich immer gerne so Vergleiche anstelle und mir gerne anschaue, wie bestimmte Texte übersetzt wurden. Und mit dem Buch habe ich endlich mal wieder die Möglichkeit dazu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Genau, das war das dritte Video. Wie immer dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bücher schon gelesen habt oder wenn ihr unbedingt meine Meinung zu einem der Bücher erfahren wollt. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox verlinkt, falls ihr euch den Klappentext durchlesen wollt oder euch weitere Informationen holen möchtet. Und ich freue mich, euch dann im vierten Video dieser Reihe wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!